So Leute, das ist mal wieder ein pur 360 TV Gameplay Commentary von Metro 2033, den wir oben rechts ist. Die deutsche Version, da steht zwar Uncut drauf, ist vielleicht auch so ein Teil Uncut, so ein Teil dann wieder nicht. Ja, was kann man zu dem Spiel sagen? Es hat eine sehr interessante Story, eine gut umgesetzte Story, die auf einem Buch beruht von so einem ganz bekannten Autor, den Namen kenne ich, fällt mir jetzt nicht ein. Die grafische Umsetzung ist gut. Die Story ist gut und ist ein Gruselshooter. Wir spielen gerade die Mission Waffenkammer. Oder das Kapitel Waffenkammer. Das ist eine Metrostation, wo die meisten Waffen hergestellt werden. Wir haben immer dabei eine Karte mit den Aufgaben. Dazu so ein stylisches Feuerzeug in der Patrone. Hier ist auch ein Kompass oben drin. Und sagt, wo wir hin müssen. Dann eine Gasmaske, die ich jetzt aber nicht einsetzen kann. Dann ein Messer, wie ihr oben seht. Eine Pistole. Zwei Primärwaffen. Granaten und so einen anderen Granaten. Ich glaube, ich am Boden festheften oder so ist es. Dazu sehen wir rechts die Munition. Es gibt so eine komische, so eine Art Paintball-Munition. Na, nee, Soft Air heißt es, glaube ich. Nur mit Metallkugeln. Ja, na, kann ich jetzt mal wieder wegpacken hier? Das brauche ich jetzt nämlich irgendwie nicht. So, ist allgemein ganz. Halt! Wer ist da? Schock, ey. Nicht bewegen! Ist allgemein ein ganz spannend gemachtes Spiel. Es gibt viele Tricks, ist viele Mensch. Fallen. Mach das nicht. Muss man den Schritt dazu, Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Auch das viele, ist das, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Wir haben natürlich den Krieg zwischen Faschisten und Kommunisten. Dann gibt es immer so Dosen, wo man möglichst nicht rankommen sollte. Die machen nämlich Geräusche und dann kriegt man gleich Besuch von irgendwelchen Menschen. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. So, wir befinden uns jetzt auf der Station und wir sehen können. Dies ist eine Inspektion. Die grafische Umsetzung ist wirklich gut gelungen. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Wir sind gerade viele nicht Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine... Psst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Ja, jetzt geht's erstmal ab, ne? Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Dann laufen wir mal. Los, man sieht, dass das Spiel sehr interaktiv ist. Los! Heilige Scheiße. Daran kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich meine aber, ich hatte es durchgespielt. Also ich hatte es auch durchgespielt, meine ich nicht. Aber es hat wirklich eine sehr lange Story. Eine sehr interessante Story, also man möchte die wirklich dann zu Ende bringen, wenn man immer drin ist. Na gut, mit ihm war es das jetzt auch. Dort! Halt, du Mistkerl! Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Glaube ich auch. Ich wurde von Kahns Freund gerettet. André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket also, raus aus der Station der Kommunisten. Also Charaktere, die uns in der Mission, in dem Kapitel helfen, sowohl Kahn... Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rottern. Du brauchst eine Verkleidung. Meine, nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Meine, die Rotten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren.
Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Im Jahr 2013 wurde die Welt von einem apokalyptischen Ereignis verwüstet. Fast die gesamte Menschheit wurde ausgelöscht. Und die Erdoberfläche wurde in eine giftige Wüste verwandelt. Nur eine Handvoll Überlebender konnte in den Tiefen von Moskaus U-Bahn flüchten. So. Die menschliche Zivilisation startet ein neues dunkles Zeitalter. Wir schreiben jetzt das Jahr 2033. Eine ganze Generation wurde im Untergrund geboren und wuchs dort auf. Ja. Ach genau, sie sind Artyom. Ich bin Artyom. Ja, ist eigentlich so ein kleiner Russenname. Na ja, gut, die Moskau Metro ist ja auch in gewisser Weise russisch. Ich find, nur für autorisiertes Personal! Ja, ich mag dich auch. Ist aber echt grafisch sehr gut umgesetzt, es sehr ins Detail getreu. Jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist man kann ja immer wieder... Mehr die Palmen, Sie Scharnäuße! Alles, was man zurückgereist und gefährliche Gebiete braucht! Besucht uns mal sehen! Schauen Sie! Probieren Sie aus und kaufen Sie! Werfen Sie Ihren Schrott weg! Der ist für Babys! Auf dich! Kommen Sie, Sie ausgezeichnete Wahl! Gute Waffe! Definitiv besser als Ihr! Wie Sie wollen! Patronentausch! Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro! Patronentausch? Ja, also man kann hier immer verkaufen. Guter Deal! Kann hier auf jeden Fall... Ja, guter Deal, du bist mir eine... Kann hier auf jeden Fall viel machen. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. Ich spring jetzt mal hier rein. Dann werden wir zur Front gebracht und dann könnt ihr auf meinem Channel gucken, da seht ihr dann, wie es an der Front weitergeht. Wir werden uns nämlich jetzt an den Wagen heften, damit fahren die Russen zur Front und dann bin ich an der Front und muss durch die Front durch. Nicht stressige Sache, aber nein. Ja, das soll erstmal mein kleines Review von dem Kruse-Shooter, nenne ich es mal, Retro 2033 gewesen sein. Ich hoffe, es gibt einen zweiten Teil. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Ja. Läuft über Steam, ist vielleicht noch erwähnenswert. Ja, Steam ist jetzt, finde ich, nicht Steam ist auf Steam, um ehrlich zu sein, aber. Das ist eine Sache, mir gefällt Steam eigentlich nicht so. Alles, was über Steam läuft, finde ich grundsätzlich erstmal. Also, scheiße. Was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Shooter jetzt auf die Black Ops und sowas. Finde ich nicht so. Ja, ich empfehle eben dieses Spiel, ist noch, der es noch nicht kennt, kostet nicht mehr so viel, hier ist auch nochmal direkt vor uns, sehen wir, was ich angesprochen hatte, so sieht es gut aus. Und, hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Und, also ja, das ist keine erste Klasse, aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Gesagt, er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Video, dann kommt der Freund.